Der neue Champion bei We Love MMA im Weltergewicht heißt Marcel Kvitsch und hat an einem atemberaubenden Ringen, einem wahren Kampf, den Mann entthront, von dem viele gedacht haben, der wird auf lange Zeit diesen Gürtel nicht herdrehen, Adrian Zeitner. Aber heute war es soweit und Marcel, da ist das Ding. Wie fühlt es sich an? Das Ding. Unbeschreiblich. Wie gesagt, ich habe schon im Ring nachher alles oder im Käfig nachher alles gesagt. Habe mich bei allen bedankt. Letztendlich muss man wirklich sagen, habe ich eine super Ecke, ohne die wäre es nicht gegangen. Die haben mich sensationell vorbereitet. Heute ist der komplette Gameplan ist aufgegangen. Das war unser Plan, wegzubleiben, nicht mit ihnen zu kribbeln, immer wenn freie Lücken sind, reinzuschlagen. Und ich denke, da wurde ich belohnt und das habe ich allen gezeigt, dass genau das funktioniert gegen Adrian Zeitner. Und wie man sieht, war er ja relativ gut angerichtet. Du musst es vor allen Dingen aber auch Geduld zeigen. Es sah immer so aus, als wenn du dich entziehst dem ganzen Kampf, dem ganzen Duell und vielleicht seinen Attacken im ersten Moment nichts entgegensetzen könntest. Aber dann plötzlich merkte man, das hat System, was da kommt. Wie lange hat es gedauert, diese Vorbereitung zu machen, dieses wirklich genau auf den Punkt treffen, dass du seinen Stil neutralisieren konntest? Ja, das war jetzt ein halbes Jahr hat es mindestens gedauert, um uns wirklich perfekt auf Adrian einzustellen. Immer wieder rauszugehen, Takedowns zu vereiteln, abzukontern, hart mit Ellenbogen zu schlagen, ihn dadurch zu motivieren und immer wieder ihn zu Fehlern zu zwingen, die mir dann zugutekommen, dass ich heute ganz sicher mit dem Gürtel nach Hause gegangen bin. Der für dich so eine Art sportlichen Höhepunkt, so eine Art sportlichen Traum darstellt? Kann man auf jeden Fall so sagen. Ne? Ich habe es schon gesagt, ich bin seit der ersten Stunde von We Love MMA dabei. Die ersten, ich habe gekämpft bei We Love MMA 4 oder We Love MMA 3. Damals noch, ich weiß nicht, wie die Halle hieß, da waren 300, 400, 500 Zuschauer. Heute waren 4000 Zuschauer. Ich habe die ganze Entwicklung von We Love MMA mitgemacht und finde selber, dass ich es einfach nur verdient habe, Champion im Weltergewicht zu sein. Mit 33 Jahren, das ist auch so ein Punkt, wo klar war, wenn es jetzt funktioniert, dann okay, dann wird es sicherlich auch weitergehen. Wenn es nicht geklappt hätte, wäre das vielleicht auch so ein Moment gewesen und sagen, dann ist vielleicht einfach ein Männchen mehr drin. Wie wird es jetzt aber weitergehen? Das will ich jetzt noch nicht verraten. Also da höre ich auf meinen Körper. Es kann sein, dass ich morgen aufstehe und sage, weil ich mich gut fühle, ich habe Bock, den jetzt noch 2-3 Mal zu verteidigen. Es kann nur sein, dass ich sage, okay, das war jetzt der Höhepunkt meiner Karriere. Ich lasse es dabei, man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist. Das weiß ich noch nie. Lass mich erstmal Weihnachten feiern in Familie und danach gehe ich mal in mich und werde das zeitnah breittragen. Marcel, vielen Dank. Genieß die Zeit, genieß den Gürtel, trag ihn möglichst lang. Da werden, glaube ich, viele, viele Fans von We Love MMA drauf schauen. Danke dir. Schöne Feiertage. Servus. Vielen Dank.